Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hübschen, wir haben gerade was ganz, ganz Cooles vor, denn Christi hat Geburtstag. Und zwar übermorgen. Nee, morgen hat sie Geburtstag, übermorgen kommen die. Und Willi, Angie und Gökay sind jetzt da. Wir wollen oben so ein bisschen dekorieren für sie, quasi das kleine Überraschung. Also die beiden. Die beiden, ja. Ja. So, hier sind die fleißig schon am Werkeln. Wir haben gerade überlegt, ob die Luftballons denn noch halten, 2 Tage mit Helium. Habt ihr sowas auch? Wir haben sowas als Lichterkette. Ah, okay, cool. Aber machen wir die Küche. Also die Kinder haben jetzt ordentlich was schon aufgepustet, allerdings ist die Flasche jetzt schon leer. Also das ist der Wahnsinn. Also eigentlich 22 Ballons, ne? solche kleine und zwei Ja, diese große. ja, Muss ja. das eigentlich reichen? Nee, aber ich hatte auch schon mal so eine Heliumflasche mal gekauft. Und da stand bei mir irgendwas mit 30 Ballons. Da steht doch auch bis zu 30, Ja. aber das Okay. waren jetzt, ich glaube, ich hatte 12 oder 13 oder so gemacht. Das ist okay. Ja. Was haltet ihr davon, wenn wir für sie so mit Geschenken einfach da diese. Wie ist bei dir? Willi, dass sie auf die Fensterbank, naja, die Geschenke und so verteilen, Ja, oder? das. Was habt ihr gemacht? Ich habe hier eingeatmet. Ach so. Hallo. Ja. Ich hab mal ein Video. Ah? Natürlich reicht das an mein Handy. Nein, das war bei dem letzten, was übrig geblieben ist. Ach so, genau. Weil du hier inhalierst heimlich, ne? Deswegen reicht das nicht. Nein, ich denke mal, wir werden für Christian mal hier so eine Geburtstagsbank machen oder so. Mit ein paar Blümchen nochmal. Panaschis vielleicht kann ich auch nochmal besorgen. Panaschis. Was, die mag gerne irgendwie Schokobons und sowas, ne? Aber ganz wenig würde ich nehmen. Liegt hier mal in der Schublade bei denen. Ah, die Und liegen in der Schublade, na gut, kriegen dann. da oft was von ihr, den beiden, Ach so. weil, ach komm, wir essen, schaffen das nicht. Ah, Dann okay, dann nimmt kriegst man du die, mit. Und ne? dann liegt das bei uns. Ah, okay. So viel Süßigkeit ist Na, bei uns okay. auch nicht mehr. Wir gucken mal. Also ein bisschen als Wegen Deko bei Essen. Süßigkeiten, würde ich sagen. Ja. Ja, sieht cool aus. 12? Ja, auf jeden Fall. Ja. 12. So schön bunt. Ne, 16, 17 und dann 19, noch zwei Wolltest du Ballons. Ah, 22 haben, dazu. Willi? 22 Ballons wolltest du haben? War eigentlich zu egal. Ach so, okay. Oder machen wir Meinst du, alle sie zählt nach auf 22 Luftballons? dann? Oder machen wir alle dann? Sind 21. Ja, das drei machen, oder nicht? Ja, Ja. dann machen wir. Ja. Mach alle. Ja. Aber sieht schon mal hübsch aus. Und man, Willi, man kann Happy Birthday sehen. Da. Kann man sehen. Okay. Doch, doch. Gut. Sieht gut aus. Also das große Herz da, ne? Habt ihr so viel Luft reingepustet? Ja. Ja, das wird. Hoffentlich bleibt das bis dahin hängen, alles, ne? Also, wir gehen das nochmal kurz gucken, weil Max ist nämlich am Telefon. Er will das mal sehen, weil Chrissy weiß nichts. Aber er darf es nicht verraten. Nein, aber ich sag nichts. Ach, du sagst nichts, ne? Ist cool, oder? Wir machen mal kurz Licht. Ist so cool, oder? Ja. Ja, na. Ja, das hoffe ich. Ich habe auch gefragt, aber die haben gesagt, ja. Das ist alles mit Helium befüllt. Ja, klar, aber Also auf dem Boden und hier ist auch noch was. Ja, aber es ist noch nicht fertig, ne? seid ihr alle oben, oder? Ja, irgendwie so. Aber wir müssen dafür wissen, wann ihr kommt. Ja, ich schreibe. Ja, okay. Okay. Gut. Also, sieht gut aus, ne? Ich bin noch mal ganz kurz oben. Es ist ja noch nicht alles so fertig, wie das jetzt hier ist. Sieht schon mal sehr, sehr schön aus. Ich habe mir gedacht, ich habe nämlich bei mir noch ein paar Schokobons und sowas gerade hab aufgemacht. Und ich habe gedacht, da das jetzt ja für Christi hier quasi so ein Geburtstagstisch eine Art sein wird, glaube ich, ist auch mal ganz cool, dass man einfach so ein paar Süßigkeiten legt. Finde ich auch mal ganz schön. Morgen wollte ich noch mal ein Blümchen holen. Und dann sieht es auch alles ganz anders aus.
festlicher, ne? Und natürlich fehlen hier noch ein paar Geschenke. Bei den Geschenken, Leute, ich habe noch gar nichts, ne? Ich muss unbedingt los und ich finde das so schwierig, was man überhaupt schenken kann, gerade auch bei Max hier auch. Ist genau das Gleiche. Schwierig. Das werde ich aber dann morgen gucken. Ich habe noch 2 Tage Zeit. Und ansonsten schauen wir mal, was sie denn dazu sagt. Ja, ne? Max fand das gerade voll cool. Er sagt, das sieht ja richtig mega aus, gerade so mit den ganzen Luftballons. Allerdings, wie gesagt, die Heliumflasche hat ja nicht für so viele gereicht. Ne? Hatte ich aber auch schon gehabt, dass das nicht so, nicht unbedingt die Anzahl der Luftballons aufgepustet wurden, als angegeben. Das Wetter ist bei uns heute richtig schlecht, ehrlich gesagt. Den ganzen Tag nur noch Regen. Überhaupt nicht schön. So. Ich hole nochmal ganz kurz die Teelichter. Da wird nämlich auch die 22 daraus geformt. So, die Zahl ist ausgelegt und ich würde ganz gerne morgen nochmal ein paar so Rosenblätter, kann man auch nur darauf verteilen. Einfach mal so als Deko. Finde ich, ist auch mal ganz nett, oder? Und schon ist der nächste Tag, ihr Lieben. Ich würde ganz gerne hier bei Blumen 2000 für Chrissy ein paar Blümchen mitnehmen. Und zwar wollte ich gerne so einen Strauß daraus machen. Die haben natürlich wunderschöne Blumen hier, wie ihr hinter mir sehen könnt. Auch so hübsche Häschen, guckt mal. Die sehen auch cool aus, sind auch relativ leicht. Oh, 27 Euro, okay. Aber sehen echt hübsch aus. Ansonsten gibt es ganz, ganz viele Frühlingsblümchen. Häschen aus Rost und hier sind die ganzen Äste. Genau. Ich guck mal, was das hier an Blümchen ist. Entweder hole ich jetzt einen ganzen Blumenstrauß, das ist fertig, oder ich mache mir selber einen. Irgendwas Hübsches. Man kann auch so. Die Cam geht immer wieder aus, ich verstehe gar nicht warum. Also, ich suche hier mal was Schönes für sie zusammen. Ich habe die Blümchen jetzt hier für Christi besorgt und jetzt gehe ich mal ganz kurz zu Depot Outlet und guck mal, was die da Schönes haben. Vielleicht finde ich was. I'm hoping what I said could make you change your mind. Though it doesn't really matter when my hands are tied. I'm trying to. Ich dachte da irgendwie an eine schöne Vase oder so für Christi, wisst ihr? Ich glaube, ich weiß ungefähr so, was sie letztes Mal haben wollte bei Blumen 2000, aber die haben es nicht mehr. Und hier sehe ich es auch nicht. Nee. Bei Depot habe ich jetzt nichts gefunden. Bevor es mal bei einer Nummer nah, aber ich befürchte, dass ich hier auch irgendwie so nicht unbedingt mitnehmen werde. Ich schaue mal kurz, was sie so nettes haben. Da sieht ja auch alles echt hübsch aus. Alles so für Frühling, alles für Ostern. Wunderschön. Should have learned to bite my tongue, hold back my thoughts. But deep inside I feel just like an astronaut. Und auch da habe ich jetzt nichts gefunden. Ich befürchte, dass wir doch irgendwie einen Ziel backen müssen oder so. Ich muss eh zu Ikea irgendwie und muss dann nochmal gucken, was ich da Schönes finde. Also hier ist nichts. Leider. Läuft die Cam? Ja. Die ist mir vorhin ein paar Mal ausgegangen. Ich fahre jetzt einmal ganz schnell und sammle Ash mal ein. Er hat nämlich jetzt Schluss und glaubt nicht, zwischendurch war ich oben bei den Kindern und die ganzen Luftballons, die oben an der Decke waren, sind jetzt unten auf dem Fußboden. Und schon wieder ist die Cam aus. Die geht von alleine aus, nach ein paar Sekunden. Ja, ihr Lieben, ich war jetzt, wie gesagt, Ash abholen, mit Luftballon einmal angemacht. Bla, 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 bla. Wir tun die Hacken weh. Wir tun alles weh. 4, 5 Sekunden, 6. Warte mal. Gleich geht sie wieder. Wird gleich ausgeschaltet. So, next. Mal gucken, ob die gleich ausgeht oder nicht. 3, 4, 5, 6, 7. Ja, jetzt scheint die zu filmen.
Den machst du mir schnell aus, sonst filmst du gleich nicht mehr. Und nimmst du nur dein Handy mit. Da ist das die GoPro doch nicht so gut. Ja. Nächster Versuch. Die Kamera ist gerade eben zigmal ausgegangen. Ich hoffe, dass es jetzt so bleibt. Schnucki hat es gerade irgendwie anders eingestellt. Ich filme gerade mit der GoPro 12. Also auf jeden Fall, die Luftballons sind alle unten. Die sind, wieso leuchtet noch das Licht? Alles zu. Warum ist das Licht denn an? Auf jeden Fall sind alle Luftballons jetzt unten auf dem Boden. Die Zahlen sind natürlich auch zwar an der Decke noch, aber haben sich verschoben. Ich wusste nicht, wie gesagt, ich hätte gedacht, die halten eher nicht, aber ich muss nachher nochmal gucken, wie ich das oben das Ganze ein bisschen schöner mache. Ich möchte nämlich die Blümchen einpflanzen auf dem Balkon heute. Blumenstrauß muss ich noch machen und Geschenk besorgen. Wir haben noch nichts für Chrissy. Ich habe zwar schon eine Idee. Ich weiß nicht, aber ob ich das mache oder nicht. Auf jeden Fall, jetzt wird erstmal mein Kind abgeholt. Geht es aus oder? Nein, ist an. Schaut mal, ihr Lieben. Ich habe mir nochmal bei Amazon so einen Topf bestellt. Und zwar Gusseisen. Aber etwas kleiner. Wir haben ja so einen großen roten, habt ihr gesehen. Ne? Und das ist hier einer in Weiß. Und zwar so doch weiß, schön weiß. Und halt ein bisschen kleiner. Mit der Kette. Das finde ich richtig cool. Ich stelle mal ganz kurz mal zur Seite. So, könnt ihr alles sehen? Also, ich fand den total niedlich. Guck mal, einmal so. Und einmal der Topf an sich. Oh, wunderschön. Guck mal. Ich mag das total gerne. Immer so. Ist auch nicht so riesig, dementsprechend auch nicht allzu schwer. Das geht eigentlich. Ja, das ist richtig cool, oder? Ja, perfekt. Und schon sitze ich im Auto, ihr Lieben. Ich habe Ash jetzt gerade zur Nachhilfe gebracht. Ich weiß gar nicht, was er da jetzt üben möchte. Die schreiben ja übermorgen Chemie. Und eigentlich ist ja die Nachhilfe in Mathe. In Mathe hat aber so jetzt gerade aktuell nicht so viel zu tun. Ich weiß nicht, ob er da jetzt AB-Sing nimmt oder so zum Thema. Oder er sagte, er kann vielleicht ein bisschen Chemie dann doch da lernen. Ich fahre jetzt mit euch zu Rewe. Ich brauche für Chrissys Torte so ein paar schöne Sachen. Einfach ein paar Sachen, mit denen ich die Torte dekorieren kann. Also sprich Kerzen, vielleicht diese Fontäne habe ich überlegt. So, was ist denn jetzt? Auf jeden Fall fahren wir zu Rewe. Und ich denke, heute Ikea wird nichts, dann eher vielleicht morgen oder so. Und ich brauche für Chrissy nach wie vor ein Geschenk. Nichts. Ja. Naja. Das Wetter ist heute irgendwie mal so, mal scheint die Sonne, dann regnet es wieder. Ich habe mir jetzt gedacht, ich nehme für die Torte noch ein paar Erdbeeren. Da kann man auch mal was Nettes daraus machen. Himbeeren und Brombeeren habe ich ja schon. Erdbeeren nehme ich nochmal mit. So, und hier sind schon mal die Zahlen. Ich brauche 22. Nehme ich mal in Rot. Habe ich noch nicht gehabt, denn die Fontänen sind aber an anderen Stellen. Die muss ich auch nochmal haben. Das sieht auch ganz hübsch aus, wenn man das in die Torte steckt und Happy Birthday auch anzündet. Oder das ist zu viel nachher, ne? Mit Fontänen und so. Ja, dann glaube ich, doch, aber irgendwie fehlt das nachher. Happy Birthday ist schon mal ganz cool. So, und hier, ja genau, hier sind die Fontänen, guckt mal. Da kann man die nämlich, es sind glaube ich, wie viele sind denn hier drin? 3 Silberregen, 1, 2, 3. Ich meine, es sind 3 Stück, oder? Ja, 3 Stück, hier reichen. Die sehen auch ganz süß aus. Die Blümchen habe ich jetzt mitgenommen an meinen Groß, an meinen Kleinen. Guckt mal. Kann man auch schön dazu verwenden, ne? Also ich habe jetzt alles erstmal. Herzlich willkommen zurück. Ich würde jetzt ganz gerne mal für Chrissy quasi so ein Blumensträußchen mal machen. Und zwar habe ich ja heute bei Blume 2000 ein paar Blümchen geholt. Habt ihr gesehen? Ich weiß nicht, ob ich sie richtig genau gezeigt habe. Es ist einmal diese Tulpe hier. Die ist wunderschön. Dann haben wir verschiedene Sorten von Eukalyptus. Hyazinthen sind auch, ich fand die Farbe so richtig schön, ne? So dieses hell-lila. Dann Heidelbeerzweige, diese hier, die sind auch immer ganz gut. Und guckt euch mal bitte diese Tulpen an. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Ich weiß nicht, ob das draufsteht. Irgendeine Tulpe.
Nein, eine Tulpe, oder? Gefüllte Tulpe. Sie hat sogar solche helle Ränder hier am Blatt. Also ich habe nie sowas gesehen, auch noch nicht darauf geachtet, ehrlich gesagt. Normalerweise dachte ich, Tulpen sind Tulpen. Tulpen haben alle immer solche Blätter. Richtig mega. Ja, ich würde sagen, ich lege jetzt mal los und mache mal was Schönes. Ich habe hier meine große Vase rausgeholt, damit ich für Chrissy halt so ein schön Blumensträuchchen machen kann. Deswegen, ja, ich würde sagen, ich lege jetzt mal los. Ja, mal, wie das hier aussieht im Vergleich zu gestern. Ne? Die 2 ist weg, die Luftballons sind alle auf dem Boden, aber ich finde es gar nicht mal so schlimm, ne? Oder? Bettzeug muss ich nochmal abnehmen bei denen, damit es halt morgen ordentlicher aussieht. Und die Blümchen kommen hier einfach mal auf die Fensterbank. Sieht schon mal ganz hübsch aus. Von der Menge her reicht das auch an Blumen. Ne? Also ich fand, wie gesagt, wenn man das zu doll quetscht nachher, ist es nicht mehr so schön. Genau, ich muss gleich gucken, wie ich auf dem Balkon, wie ich da vorgehe. Ich muss auch schon Eschen wieder einsammeln gleich. Ja, ich würde sagen, ich werde jetzt einmal auf jeden Fall die alten Blümchen alle rausnehmen, also Heide und guck mal, das ist alles eingegangen. Muss wahrscheinlich, denke ich mir mal, Erde bringen von unten. Und dann hier so ein bisschen was Schönes herzaubern. Ich gucke gleich. Auf jeden Fall sind die Blümchen schon mal fertig. Die anderen muss ich nochmal ins Wasser stellen. Achso, und diese hatte ich ja auch besorgt. Genau, diese würde ich gerne einpflanzen. Die sehen schön aus, oder? Auch diese hier, die Orangen. Richtig hübsch. Und schon bin ich auf dem Balkon. Ich nehme jetzt, wie gesagt, erstmal alle Blümchen weg, die weg können. Weil Heide, wie gesagt, ist sowieso schon ausgeblüht, wie man das sehen kann. Oder auch Silberdraht oder so hier in den Kästen. Und dann pflanze ich mal die wunderschönen neuen Frühlingsblümchen ein. Don't you wait
ich muss nochmal ganz kurz das alles so lassen. Ich habe erstmal nur diese beiden Kästen bepflanzt, die da hängen. Und einmal diese Blümchen da, also in der Ecke. Ich muss das Esch einsammeln fahren. Und ich brauche noch Blumenerde gleich. Die kann ich ja von unten aus dem Gewächshaus holen. Für die beiden Töpfe. Und ja, und dann bin ich eigentlich auch schon fertig. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 8 Blümchen. Reicht. Genau, die Primel habe ich hier reingesetzt. Ich dachte so, weiße Topfläppler hier unten irgendwie und die andere Zinkwanne kommt einfach auch hier wieder drauf. Sieht nämlich auch ganz hübsch aus, ne? Also auf diesem Brett. Und schon bin ich zurück. Jetzt werde ich ja mal die Blümchen einpflanzen. Ich habe nämlich die Erde geholt und die restlichen kommen da jetzt noch erstmal rein. Ihr Lieben, ich bin jetzt fertig. Ich finde, mit den Blümchen sieht es doch viel schöner aus, oder? Also auf jeden Fall frischer und frühlingshafter. Ich finde auch von der Stückzahl ist auch völlig ausreichend. Wir haben hier so ein bisschen was auf diesem Brett hier stehen, dass man, wenn man rausguckt, halt so eine schöne Aussicht hat. So, jetzt mache ich ja mal kurz hier das hier alles weg und dann bin ich hier fertig. Ihr Lieben, ich habe jetzt alles geschafft, was ich mir heute so ein bisschen vorgenommen hatte. Es ist alles soweit fertig. Oben bei den Kindern habe ich noch einmal durchgesaugt, weil das natürlich meine Pflanzaktion so ein bisschen Dreck hinterlassen hat. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich räume meinen Dreck jetzt weg. Habe ein bisschen durchgesaugt und wie gesagt, Blümchen sind gegossen, Balkon durchgewischt. Also ja, ich bin sehr gespannt, was sie denn dazu sagen. Ja, ansonsten ist jetzt langsam Feierabend. Ich hoffe, dass euch dieses Video jetzt hier gefallen hat und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Vlog. Bis dann. Tschüss.